Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu This is the Police. 25. Dezember, letzter Tag, war Weihnachten. Und es war kein schönes Weihnachten. Aber jetzt, neue Motivation, Leute. Neue Motivation. Ich habe den Tod meiner Polizisten überwunden. Ja? Ich habe mir ein paar Tage freigenommen. Und da können wir jetzt weitermachen. So, Werber für Black Handsome Friseur mit Drogendealern verwechselt. Ich habe gerade irgendwie an Handsome Jack gedacht von Borderlands, aber okay. Bürgermeister Rogers, ich werde auf der Polizeiwache wieder Ordnung einkehren lassen. Ja, ich hoffe, du gibst mir mal ein paar neue Polizisten, weil bei mir sind ein paar gestorben. Grundwasserflut bedroht Freiburg mit Überschwemmungen. Alles klar. Armstrong ist heute nicht zur Arbeit gekommen. Einmal Freunde haben mich gefragt, ob ich in ihrem Tierheim aufhelfen kann. Sorry. Es heißt, dass es heute regnen soll und ich habe ein schwaches Immunsystem. Was ist denn los mit dir? Hallo? So, Leute. Neuer Tag. Neues Glück. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass wir mit der effizienten Freiburger Polizei nicht zufrieden sind. Wir kürzen Ihr Budget. Das ist in Ordnung. Sie verlieren einen Jobplatz. Ja, von mir aus. Hier, nimm. So, ich brauche drei neue Polizisten. Für Schicht A. Weil da sind mir die nämlich alle verreckt. Okay. Alles klar. Wir können jetzt erstmal hier. Ja, schicken wir erstmal hier zwei hin. Mit SWAT. Hallo, ich bin mit meiner Süßen in einem Hotel gewesen. Mal abschalten und ein bisschen Spaß haben, Sie verstehen schon, oder? Dann haben wir einen seltsamen Typen mit einer Narbe im Gesicht aus dem Nachbarraum kommen sehen. Ich habe den direkt erkannt, weil ich ihn schon 5-mal im Fernsehen gesehen habe. Der wird immer in den Nachrichten gezeigt. Steht unter Verdacht, eine Reihe Leute ermordet zu haben. Wer ist noch hier? Beeilen Sie sich. Könnte wieder Fake sein, aber ich weiß noch nicht. Ein Lehrer hat einen Jungen ins Gesicht gebissen, weil er andere Kinder gebissen hatte. Die Mutter hat die Polizei angerufen. Kommt und warfte diesen Mistkerl oder ich erschieße ihn wie einen wilden Hund. Hauptsache, der hat einen Jungen ins Gesicht gebissen. Ich bin gerade kurz davor, wirklich. Kurz. Ich, ohne Witz, mein Controller hat schon vibriert und ich war kurz davor, meinen Controller einfach wegzuwerfen. Liegt das daran, dass wir jetzt mitten im Winter sind? Liegt das daran, dass die Straßen vereist sind? Einer unserer Angestellten wurde auf dem Weg zur Arbeit brutal überfallen. Der arme Mann liegt derzeit im Krankenhaus. Sie wollen innerhalb der nächsten Stunden hier zwei Polizisten sehen. Sagen Sie ihnen, dass Sie ihm alles geben sollen, was er will. Bringen Sie ihm Kissen, kaufen Sie Limo, kratzen Sie ihm den Rücken. Alles, was die Ermittlungen in dem Fall angeht, wissen wir schon, wer es war. Und wir werden es das von hier übernehmen. Okay. Die werden sich dann eh wieder beschweren. Aber, was soll ich machen? Jemand aus einem Callcenter hat Claire Dick für eine kostenlose Verjüngungstherapie in einer Klinik gelockt. Sie kam dort um 2 Uhr an und erhielt mehrere Injektionen. Später schwoll ihr ganzer Körper an. Ihre Muskeln wurden taub und ihr Gesicht zitterte. Unter immensen Schmerzen. Darüber hinaus verlangte die Klinik die vollen Kosten von $500 für die Behandlung von ihr. Sie hat das Geld nicht, also bestehen sie zumindest für eine Ratenzahlung. Alles klar, ja. Falscher Ort, habe ich mir schon gedacht, weil der andere da stehen geblieben ist. Ich kann nicht. Krieg ich dir auch alleine hin. Alles klar. Den haben wir auch. Ein Mann wurde von zwei Schlägern mit Nunchakus ausgeraubt. Einer kam von hinten und schlug mir in den Kniekehlen, der andere direkt auf die Nase. Ich bin nicht bewusstlos geworden, aber es war knapp. Sie nahmen all mein Geld und sind dann einfach gemütlich weggegangen. Alles klar. So, sobald die anderen dann da sind, werde ich die dann hier einsetzen. Jo, ist okay. Ist okay. Ich habe gerade keine Leute da.
kümmere ich mich erstmal da. Oh, ich brauche für alles so viele Leute. Oh, ich habe doch keine. Mrs. Adams mit einer rauen Stimme hat schon wieder mit einer neuen Forderung angerufen. Diese dreisten, verdorbenen Mädchen verbreiten ihre Infektion direkt hier im offenen Tageslicht. Vertreiben Sie sie von der Straße, ich mache mir Sorgen um unsere Gesundheit. Eine Reinigungskraft hat beim Putzen im Büro ihres Chefs eine seltsame Bündel von Drähten unter seinem Tisch hervorragend sehen. Ja, da kümmere ich mich lieber erstmal drum. Drogenverkauf klingt für mich irgendwie falsch. Zwei Männer mit Nunchakus kommen gelassen die Straße herunter. Sich auf die Männer stürzen. Easy. Die Menschen haben nur Flyer für ihr Friseur ausgeteilt. Habe ich mir schon gedacht. Deshalb habe ich auch keine Leute hingeschickt. Jetzt brauche ich aber schnell Leute für die Selbstmorddrohung. So, eine ältere Frau mit Alzheimer hat sich selbst mit allen Medikamenten in ihrem Zimmer verbarrikadiert und angefangen, alles zu schlucken, was sie in die Finger bekommen hat. Die Pfleger sagen, sie können die Tür nicht selber aufbrechen. Alles klar. So, Mord verhaftet. So, das heißt, wir können uns um den nächsten kümmern. Peter Murphy und Jim Collins haben mehrere afroamerikanische Kinder aus einem Kindergarten entführt. Alles klar. Ja, einen Moment, ich muss warten, bis Leute wieder da sind. Die Bombe war nur eine sinnlose Sammlung von Drähten und Schrauben, die in ein Stück Seife gedrückt worden waren. Offenbar hat jemand im Büro einen Streich spielen wollen. Hätte ich nicht ahnen können. Ein Passant sah ein Auto auf dem Bürgersteig schlingen, einem Mülleimer umkippen und dann rasch davonfahren, während es hin und her eierte. Ihr müsst diesem bedrungenen Fahrer einen Riegel vorschieben, denn hier sind Kinder unterwegs. Um 23.30 Uhr. Alles klar. Ich habe die Befürchtung, dass noch irgendeiner gleich verreckt. Irgendeiner verreckt gleich noch. Hundertprozentig. So, Selbstmorddrohung, Hammer. Entführung hat begonnen. Das lese ich dann, sobald wir die ersten Ermittlungen haben. Alkohol am Steuer, Hammer auf. Okay. Das heißt, heute war ein guter Arbeitstag. Ich habe alles gefasst. Allerdings ist mir wieder ein Polizist verreckt. Und auch noch ein sehr guter Polizist. Fuck. Egal. Ich habe gute Arbeit geleistet. Mr. Boyd, there's some armed men on the floor. Mr. Boyd, there's a lot of them. I didn't catch that. Say again. Excuse me, Mr. Boyd. It seems I accidentally frightened your secretary. Ah, they published these stories in a book? My grandfather read me these stories from the old newspapers whenever I was ill. As a child, I was often ill, several times a year. And you know what, Mr. Boyd? You're no Bobby Flash. I am aware of that. No. I mean it as a compliment. You want to clean up all the crime in Freeburg, right? Or so I dreamed, once upon a time. Do you know why you failed, Mr. Boyd? Do you know why Bobby Flash always wins? Because when you're surrounded by cartoon criminals, the only way to win is to become a cartoon cop. You're no cartoon, Mr. Boyd. You suffer too much. You have too many doubts, too much fear, too much internal conflict. Maybe that's why the people of this city forgive all your mistakes. Because you seem like a real human being. If Bobby Flash made a mistake, we'd never forgive him. From Bobby Flash, we want cold, calculated perfection.
And this is why I've decided that I don't mind if you keep your job. What, have you abandoned your insane plan to storm the city hall? You think it insane? To solve all my problems in a single stroke? Assuming, of course, that we're properly prepared. Yeah, let's say we do burn City Hall to the ground and kill Rogers. What next? You simply walk into the smoke-filled room and take a seat in his smoldering chair? No, Mr. Boyd. I've been preparing for a year for what happens next. I'll give the prosecutor's office an impressive folder with compromising evidence against Rogers. Information about how he suppressed his political adversaries, finally lost his mind, and plotted to rain blood on the streets of Freeburg. Of course, Troy Starr, faithful City Hall employee that he is, will easily confirm all this. At the same time, my dear Jordan will finally decide to break her silence and tell everyone how that fool Rogers threatened her, forced her to kill all the victims of his sexual violence to ensure their unpleasant stories would never come to light. Of course, everyone will understand that we didn't have time for formal complaints. The night before Mayor Rogers' private security detail would plunge the city into chaos, our valiant police chief Jack Boyd made the difficult decision to arrest the mayor of Freeburg. Unfortunately, Rogers descended into delusion and engaged in a shootout with the police, which ended in his death. We'll have to call an early election to replace the mayor, and of course, it won't be too difficult to win the election fairly. And then? You know, Mr. Boyd, most of the facts that I collected in Rogers' file are quite true. Anyone who reads through the mountain of evidence would have no doubt that this man was the most vile person in the world. Murderer? A rapist? Thief? Racist? Sexist? Are you a sexist, Mr. Boyd? I'm sorry? Are you a sexist, Mr. Boyd? Or perhaps racist? I try not to be. That's it. I as well. Although I have long been known under a revolutionary pseudonym, I myself am no revolutionary. I believe in evolution. I am convinced that a city which offers such broad support for racist gangs, a city where people cheer as feminist protests are suppressed, a city which for decades has tolerated corrupt officials, I say this city has no interest in a mayor who unconditionally stands for freedom, equality, and the rule of law. Not yet. But perhaps they are ready for a mayor who tries to stand for freedom, equality, and the rule of law. At least when the situation allows it. That's why you're so popular, Mr. Boyd. The city is ready for people like you and me. For people who are ready to make compromises. I'm counting on you, Mr. Boyd. And, when will they be ready? I beg your pardon? You said that the city isn't ready for a mayor who stands for freedom, equality, and the rule of law. When will they be ready? Who decides when they're ready? I'll decide. Oh, jetzt darf ich mich entscheiden. Oh. Oh, 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 oh. Ich habe mich ja mal bereits geäußert. Ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich Rogers unterstützen will oder Chauffey. Und ich habe mich ja bereits geäußert. Rogers ist ein verdammtes Arschloch, was nicht mehr Bürgermeister sein sollte. Chauffey hat mich auf jeden Fall überzeugt, er will, also er hat ja damals gesagt, dass er nicht will, dass wir weiter Polizeichef sind. Das war ja das, was Rogers quasi in seiner Hand hatte, dass wenn er bleibt, wir weiter ein Polizeichef sind. Jetzt hat aber Chauffey ja auch gerade gesagt, dass er sich dazu entschieden hat, dass wir Polizeichef bleiben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und deshalb, Chauffey ist da völlig im Vordergrund, also easy. Ja, definitiv unterstützen wir ihn.
Tag 165. Und damit bin ich sehr gespannt, was der nächste Tag uns dann zeigen wird. Wie sich das auswirken wird. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin. Tschüss.